Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, wir befinden uns wieder im schönen Tamriel, aber es hat sich dem heutigen Wetter draußen etwas angepasst. Es ist nämlich total verregnet und dunkel. Nichtsdestotrotz machen wir natürlich mit unserer Quest weiter. Jetzt bin ich mir gerade noch nicht sicher, mit wem wir jetzt als Erste sprechen sollten. Vor gar nicht so langer Zeit wusste ich nicht mal, dass es den Wurmkult überhaupt gibt. Jetzt sind diese Würmer überall, erschlagen Leute und zerstören Dörfer. Das muss aufhören. Ich bin hier, um meine Hilfe anzubieten. Wir werden sie brauchen. Ja. Gut, dann war es die richtige Reihenfolge. Ich tue, was ich kann, aber die Waffen des Wurmkults sind furchtbar scharf. Wir hätten vorsichtiger sein sollen. Angesichts unserer Aufgabe hätten wir wissen sollen, dass es Gefahren geben würde. Was wolltet ihr hier erledigen? Wisst ihr, was für ein Ort dies ist? Für Gipfelkavernen? Hier wurde eine von Isgramors Gefährten begraben. Ihr Name war Hagra. Wir sind hier hingekommen, um sicherzugehen, dass ihr Grabmal sicher ist. Aber die Wurmkultisten waren bereits hier. Sie haben uns da drin überfallen und wir sind ihnen gerade so entkommen. Was hat der Wurmkult hier vor? Ich fürchte, sie könnten beabsichtigen, Hagras Geist zu versklaven. Aber wir haben noch Zeit. Werdet ihr uns helfen? Wenn ihr diesen Splitter in eine der Leichen der Kultisten in der Höhle rammen könntet, dann wäre Hagra in der Lage, dessen Körper zu übernehmen und uns mitzuteilen, wie wir sie aufhalten können. Klingt widerlich, aber ich tue es. Ihr habt Fragen? Die Wasser des Wissens fließen schneller durch Arunel, aber ich werde beantworten, was ich kann. Warum wart ihr in der Höhle? Wir wurden von den Anführern des Pakts hergeschickt. Sie glauben, dass der Wurmkult die Geister uralter Gefährten versklaven will, um irgendwie den neu erhobenen Sinmur zu stärken. Das ist alles, was man mir sagte. Wie wirkt dieser Splitter? Er enthält ein kleines bisschen von Hagras Essenz, ihrer Seele. Wenn man ihn in eine frisch verstorbene Leiche rammt, sollte das Hagra erlauben, Besitz von diesem Körper zu ergreifen. Vielleicht aber nur für begrenzte Zeit. Wo habt ihr den Splitter gefunden? Er steckte in einer Säule in der Höhle, als wir ihn fanden. Wir stützten unsere Vermutungen über seine Existenz auf gewisse Sagen, auf die Arunel stieß. Also suchten wir nach ihm, als wir drin waren. Ja, mehr können wir jetzt hier nicht fragen. ach nee, Moment, muss ich da überhaupt hoch? Ich muss komplett da oben hin, glaube ich, ne? Benutzt den Splitter bei der Kristallleiche? Nee, ist das doch hier? Nee, jetzt kommt höher, meine ich doch. Ich meine nämlich, wir müssten hier den Berg hinauf. Wenn nicht, dann müssen wir halt wieder runterlaufen. Ich habe keine Ahnung mehr. Diesen Teil habe ich irgendwie verdrängt, glaube ich. Ja, das Holz hätte ich gestern haben müssen, weil da gab es nämlich eine Daily, bei der man... Ah, nee, das ist wieder eine andere. Das ist die Frostherzblüte. Das ist wieder eine andere Quest. So, jetzt müssen wir mal schauen. Kultistenleiche ist doch tiefer. Dann habe ich das falsch in Erinnerung, nämlich, dass wir wegen was anderem hier hochlaufen mussten. Kultistenleiche, das war nicht meine Absicht. Jetzt ist es auch wieder tiefer. Ich darf heute schon mal ein wenig verwirrt sein, weil, ja, ich habe heute wenig geschlafen und... Tiefe? Also da drin. Okay, dann gehen wir doch hier mal. Und es ist halt nicht so tolles Wetter. Es ist warm, es ist nass kalt, irgendwie alles zusammen gerade. So, Moment, Basti ist da. Da ist der Eingang. Da. Aber da sehe ich noch was anderes. Das dürfen wir natürlich nicht liegen lassen, weil davon habe ich immer zu wenig. Von Ahnenseide und von Platinflöz. Ich weiß nicht warum. Das heißt, ich weiß schon warum. Aber, naja. Es ist halt nervig. So, rechts, links, oben, unten. Stimmt, ich muss ja erstmal das Ding noch reinrammen. Hallöchen. Das ist ein bisschen weit weg.
Wessen Körper ist das? Dieses Fleisch stinkt. Ihr habt mich in einen dieser Kultisten gesteckt. Seid verdammt! Kümmert euch nicht darum. Warum ist der Wurmkult hier? Sie haben es auf mich abgesehen. Sobald sie die Abwehrvorrichtungen meines Grabmals durchbrechen, kann mich ihre Magie ihrem Willen unterwerfen. Wenn ihr das Beste seid, was diese Zeit zu bieten hat, dann verstehe ich, warum man in der Vergangenheit nach Helden sucht. Wie kann ich sie aufhalten? 3 Begräbnisurnen ketten meinen Geist an diese Höhle. Ich kann sie nicht verlassen, solange es die Urnen noch gibt. Zerstört sie und ich kann flüchten, bevor die Kultisten mich binden. 2 Urnen ruhen in den unteren Bereichen der Höhle. Zerstört diese zuerst. Warum soll ich die zuerst zerstören? Vielleicht will ich ja lieber die obere zuerst zerstören. Das ist Diskriminierung der Urnen. Oh nein, wir haben noch eine Quest hier drin. Er ist dem Untergang geweiht. Und das ist meine Schuld. Ich bin wie ein Feigling weggerannt und habe ihn dort zurückgelassen. Wer ist dem Untergang geweiht? Charadin. Als die Kultisten angriffen, liefen alle davon. Charadin und ich blieben allein zurück, verloren in der Höhle. Sie fingen ihn ein und es gab ein Ritual. Oh, was sie ihm angetan haben. Ich hätte versuchen sollen, ihn zu retten, aber ich tat es nicht. Ich bin einfach nur gerannt. Ich hätte euch nur auch gefangen... Sie hätten euch nur auch gefangen genommen. Ich weiß nicht mal, ob er noch lebt. Und sie haben auch noch unsere Ausrüstung gestohlen. Ich weiß, es klingt dumm, aber mir liegen diese Sachen am Herzen. Bitte findet ihn und schnappt euch unsere Ausrüstung, falls ihr Teile davon seht. Ich werde es tun. Ihr solltet diesen Ort einfach nur verlassen. Charadin könnte noch am Leben sein. Warum musste ich nur fliehen und ihn zurücklassen? Ist es nicht wichtiger, euren Freund als eure Ausrüstung zu retten? Ja, natürlich. Vergesst die Ausrüstung. Rettet einfach nur Charadin. Vielleicht machen wir auch beides. Mal sehen. So, mal gucken, ob wir jetzt heute ein bisschen besser spielen können. Ich glaube, es war in der letzten Folge oder war es privat? Ich bin mir nicht sicher. Da habe ich ja irgendwie ständig nur lange Angriffe machen können, obwohl ich kurze Angriffe gemacht habe. Aber im Moment sieht es besser aus. Irgendwas haben sie mit dem letzten Update kaputt gemacht. Ich weiß auch nicht. Also es sind dann wieder die alten Fehler, die dann immer wieder auftauchen. Und naja, als alter Teso-Veteran ist man sowas ja gewohnt. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Wir müssen. Wir können jetzt hier quasi nur... Zerstört die Urne, rettet ihn. Ja, er hat nur ein bisschen Zeit, ne? Dann zerstören wir erstmal die Urne. Die Toten erheben sich in den Höhlen. Sie riechen noch strenger als ihr. Tja, kann eh nichts für, nichts gegen. Ach, dann kommen wir hier doch rum. Doch wir alle brauchen Wurzeln. So, das ist hier oben. Ja, ja, ich helfe dir. Ich versuche hier nur gerade hochzukommen, um runterzufallen. Zerstört dieses Ding! Beeilt euch! Mach ich. Hab Dank. Kein Thema. Weg war er. Kurzes Hab Dank und weg war er. Aber ich kann verstehen, dass er fliehen möchte. Gut. Sprecht mit ihr vor der Kaverne. Haben wir jetzt natürlich, müssen wir jetzt natürlich nicht machen. Aber wir müssen jetzt noch die Urnen. Es müssten ja eigentlich theoretisch noch 2 übrig sein. Oder waren es insgesamt 2? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Der hat ja gesagt, erst die letzte unten Urne machen. Ist über uns. Beeilt euch! Meine ich. Der Wurm ergreift allmählich Besitz von mir. Ich wollte gerade doch mit dir reden. Dann halt nicht. Aber ich befürchte, wir müssen das mal eben umschalten, damit er mir dann auch zeigt, wo wir überhaupt hin müssen. Also er. Also das System meine ich jetzt, ne? Er, der PC oder wie auch immer. So. Ach nee, das war gar nicht oben, das war unten. So. Laufen wir darum und dann müssen wir uns theoretisch links halten, was wir nicht können. Deswegen laufen wir jetzt hier rum, in der Hoffnung, dass das jetzt funktioniert.
So, und dann da links rum nehme ich mal an. Keine Ausdauer mehr. Da können wir auch durch. Och, ja, ich wollte gerade noch sagen, da sind bestimmt noch andere Fallen. Mhm. Oh, gut, dass ich jetzt hier auf die Dings geachtet habe. Das hier sind nämlich die Fallen auch. Was ist mit dir los? Hast du Angst vor den Fallen hier? Ich denke, das sind eure Fallen. Na, komm schon. Obwohl, eigentlich könnte ich hier auch rechts ran vorbei, ne? Oh, ich hasse solche Fallen, ich hasse solche Fallen, ich hasse solche Fallen. Aber die geht noch, gut. Nein, ich hab's gesehen, aber es war zu spät. So, ohne Gegner. Weg da. Ich bin jetzt sein. Gebt Acht, wenn wir uns das nächste Mal begegnen. Nein! Das ist alles was für ein Arsch. Ich hätte vielleicht doch nicht erst den einen retten sollen. Was passiert denn eigentlich, wenn ich hier links dran vorbeilaufe? Hoppala! Das werden wir nie erfahren. Denn ich wurde von der anderen Seite flambiert. So, Moment. Das ist Hakra und das ist irgendein Nekromant. Du bist der Arsch, also greife ich dich als erstes an. So. Das muss ich leider töten. Es tut mir leid. Endlich. Ich muss hier raus. Wir sehen uns später draußen. Okay. In guter oder in schlechter Form? Man weiß es ja nicht so genau. Nein, ach. Wenn man mal was looten will, dann nimmt man hier immer wieder irgendwelchen Scheiß mit. Das war so klar. Na gut, hier sind noch Truhen. Da, wie gesagt, die kann ich euch nur empfehlen, die immer zu looten. Die Urnen, die haben meistens nicht so tolle Sachen dabei. Aber hier die Truhen oder hier auch diese Begräbnisurnen geht eigentlich auch. Aber diese weißen da hinten, die haben meistens nicht so gute Sachen dabei. Kann man hier noch was... Ja, kann man noch was lesen. So. Und wenn es halt nur Dietrich hier sind. Ich habe Charaktere, da brauche ich unbedingt Dietrich. So blöd sich das auch anhört, aber bei anderen, da verkaufe ich die Dietriche, weil ich einfach viel zu viele habe. Und bei anderen Charakteren, da brauche ich dringend Dietrich. Man könnte jetzt denken, ich sei so clever, dann einfach die überflüssigen Dietriche in die Bank zu tun. Aber nein, das wäre zu einfach. Oh, Moment. Mehl. Mehl ist immer gut. Mehl könnt ihr übrigens in Auridon... Achso, das war diese eine Quest. Könnt ihr übrigens in Auridon in Wuckelwacht ganz unten am Hafen immer schön holen. Da müsst ihr einfach regelmäßig mal vorbeikommen. Bei dem Typen, der da immer auf dem Steg steht und angelt. Da sind... Und so ein Bötchen dann nebenbei ist. Da sind immer so drei Mehlsäcke, die da rumstehen. Und normalerweise zwei, wenn nicht sogar alle drei, sind immer voll, wenn man da vorbeikommt. Ihr habt Charadin gerettet. Seid gesegnet. Übrigens mal kurz nebenbei, ihr könnt natürlich auch auf unsere Homepage gehen. Da haben wir auch so einige Orte aufgelistet, wo man auch immer gut Materialien raussammeln kann. Freut mich, dass ihr es beide geschafft habt. Ihr rettet im wahrsten Sinne des Wortes Leben. Charadin und ich werden einen Bericht über unsere Abenteuer hier veröffentlichen. Euer Heldenmut wird darin ausdrücklich Erwähnung finden. Ja, das ist doch nett. Er sagt nichts mehr. Können wir nochmal mit ihm reden? Ich habe das Gefühl, dass ich diese Höhle niemals verlassen werde. Egal, wie weit ich reise. Ja, aber das wird schon. Mit der Zeit... Die Erinnerungen bleiben zwar, aber mit der Zeit verblasst es auch. Hakra! Meine Fesseln sind gebrochen. Ich bin nicht mehr an diese verpestete Höhle gebunden. Jagen wir noch mehr dieser verdammten Kultisten. Was wollte der Kult mit euch? Diese Würmer. Sie wollten meinen Geist versklaven, um mich dann zu opfern und dadurch sinnlos Macht zu mehren. Ein törichter Plan, angegangen von Schwachsinnigen.
Selbst ihr wart in der Lage, sie zu besiegen. Dieses Bruchstück gehört übrigens mir. Mhm. So, und wir haben schwere Beinschienen von Erbe des Draug bekommen. Ihr habt die Ruhe hier wiederhergestellt und ich bitte ungern um mehr. Aber ich habe keine Wahl. Ein weiterer von Iskramors Gefährten, Valdur, war nicht weit von hier in Taringraf begraben. Es ist wahrscheinlich, dass der Wurmkult auch seinen Geist versklaven will. Ihr wollt also, dass ich nach Taringraf gehe? Ja, wir sind beileibe nicht in der nötigen Verfassung, um die Reise auf uns zu nehmen. Falls der Wurmkult bereits dort ist, dann gäbe es ohnehin nur noch wenig, was wir tun könnten. Ihr hingegen könntet dort ebenso helfen, wie ihr es hier getan habt. Taringraf liegt im Süden. Bitte geht dorthin. Valdurs Geist muss beschützt werden. Ich werde sofort nach Taringraf gehen. So, wenn ich denn wüsste, wo Taringraf ist. Das ist hier die Straße runter. Dann würde ich sagen, ich weiß nicht, wie schnell wir da hinkommen. Obwohl, doch, wir kommen da recht schnell hin, wie es aussieht. Ich glaube, dann brauche ich das Ganze doch nicht rauszuschneiden. Ich laufe hier so komplett neben der Spur gerade, weil die eigentlich da hinten ist. Die Rubinesche hat mich dann wieder auf den richtigen Weg geleitet. Also geführt. Wann haben die Hautwolle? Und sie hat mich wieder von ihm abgewendet. Schon vor Wochen? Monaten? Jahren? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich eure Quest auf jeden Fall auch... Aua, die hat mich angeschossen. Auf jeden Fall auch noch machen werde, weil die Quest fand ich ziemlich cool. In dem Dorf da oben. Und überhaupt die ganzen Nebenquests werde ich euch natürlich nicht vorenthalten. Sondern die werden alle noch gemacht. Aber erstmal, wie gesagt, mache ich hier die Hauptquests durch. Weil die sich dann ja auch immer aufeinander beziehen und einen woanders hinschicken und so. Und ja, da ist es halt einfacher, wenn man das alles macht. Du bist das aber nicht. Warte mal, ich lasse mich von dir jetzt nicht veräppeln hier. Nee, nee. Ach, ich bin hier in der Löwengrube. Ach, herrje, ach, herrje. Naria. Schön, euch wiederzusehen, meine Freundin. Wir hätten euch hier brauchen können. Was ist hier geschehen? Der Wurmkult hat diese Ausgrabungsstätte verwüstet. Wir kamen gerade noch rechtzeitig, um ihren ersten Ansturm abzuwehren. Aber sie kommen sicher wieder. Ich weiß nicht, ob wir noch einen Angriff überleben können, aber ich werde diese Leute nicht im Stich lassen. Schön, euch wiederzusehen, meine Freundin. Wir hätten euch hier brauchen können. Ja, das ist immer so eine Sache, ne? Wenn man nicht so genau weiß, soll man das noch mit in die, aktuelle Quest reinmachen oder nicht? Bleibt bei mir. Ja, ja, ja. Ich denke aber, dass das Thema so ein bisschen anderes ist und ich denke, dass das auch ein bisschen länger dauern wird hier. Wahrscheinlich werden wir dann auch zwei Quests annehmen, also die Sache von der Löwengrube dann auch. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier dann doch erstmal einen kleinen Cut, damit das Ganze nicht überhand nimmt. Und dann machen wir in der nächsten Folge die Quest hier von ihm und vielleicht, je nachdem wie lange das dauert, dann auch noch die Quest hier von der Löwengrube. Also von dem, der jetzt gerade nicht im Bild ist. Ich komme gerade nicht mehr auf seinen Namen. Ich sag dann einfach mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.